Also heute soll es um die diatonische Modulation gehen. Ich spiele euch zunächst das Beispiel vor, an dem wir das einmal durchexerzieren. Kann schon mal verraten, am Anfang steht eine Tonika, am Ende steht eine Tonika. Die erste Tonika ist C-Dur, die zweite Tonika ist B-Dur. Jetzt die Frage, wie kommen wir dahin? Bei der diatonischen Modulation ist es so, dass wir einen Akkord in einer Ausgangstonart haben, der da eine bestimmte Funktion oder Bedeutung hat. Und der gleiche Akkord existiert in einer anderen Tonart und hat da auch eine bestimmte Funktion oder Bedeutung. Das heißt, irgendwann kommen wir im harmonischen Fluss der einen Tonart an einen Punkt, wo wir sagen, dieser bedeutet jetzt nicht mehr das in Tonart A, sondern das in Tonart B. Wenn wir funktionstheoretisch das jetzt hier aufdröseln, also starten wir nochmal von vorne in C-Dur. Tonika. Subdominant, Parallele mit Terzem, Bass und Septime. Das ist die Septime. Das ist die Terzem, Bass. Dominante. 8-7 Durchgang zur Septime, zum Dominant-Sept-Akkord und wieder eine Tonika. Es bleibt bei der Tonika ein bisschen anders geschichtet. Es kommt die Subdominante und an dieser Stelle sagen wir, okay, das ist die Subdominante in C-Dur, aber das ist gleichzeitig die Dominante in B-Dur. Das heißt, das ist jetzt unser Umdeutungsakkord. Nach hinten gehört, wenn man so will, ist das die Subdominante unserer Ausgangstonart. Nach vorne gehört, ist das die Dominante unserer Endtonart, nämlich von B-Dur. B-Dur ist in der Quintensäule unterhalb von C-Dur, deshalb würde ich das an dieser Stelle auf jeden Fall unterhalb von C-Dur notieren. Und in B-Dur gehen wir dann weiter. Jetzt haben wir wieder unsere Subdominant-Parallele mit Septime und Terzenbass. Hier ist der Grundton, wenn wir nach Rameau vorgehen. Grundton als tiefster Ton der Terzenschichtung. Und jetzt kommen wir nochmal zur Dominante und enden in der Tonika. Natürlich kann man mit der diatonischen Modulation keine Tonarten erreichen, die sehr weit entfernt sind von unserer Ausgangstonart. Es muss ja immer Akkorde geben, die mit dem gleichen Tonvorrat zurechtkommen. Aber ihr könnt euch merken, bei einer diatonischen Modulation muss es einen Punkt geben, einen Akkord geben, den ihr unterschiedlich perspektivieren könnt, den Umdeutungsakkord. Und der ist in der einen Tonart eine bestimmte Funktion und in der anderen Tonart eine andere Funktion als diese Ausgangsfunktion. Das war die diatonische Modulation. Weitere Modulationen werden in den nächsten Wochen folgen. Bis dann. Ciao!